Ich habe so ein bisschen ein Déjà-vu. Gefühlt habe ich erst vor ein paar Tagen dieses Video hier das letzte Mal aufgenommen. Ja, hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Mein letztes Video aus 2022. Und wir blicken natürlich zurück auf eben besagtes Jahr, auf mein Lesejahr 2022. Und heute gibt es, wie immer, hier auf diesem Kanal zum Jahreswechsel die harten Zahlen, Daten und Fakten, meine Lesestatistiken 2022. Ich liebe das. Ich finde es total spannend, mir einfach mal diese reinen Zahlen anzugucken und einfach generell auch so ein bisschen über mein Lesejahr ja so ein bisschen Revue passieren zu lassen, da so ein bisschen drüber nachzudenken und ein bisschen so zu gucken, was habe ich gelesen, wie habe ich vor allem gelesen und ja, wie war das Jahr so einfach mal rein technisch gesehen. Und da gucken wir jetzt eben drauf zurück. Ich habe mir wie immer eine Liste geschrieben und auch so ein bisschen verglichen, wie war das mit dem letzten Jahr. Und ich würde sagen, wir blicken deshalb jetzt mal zurück. Ich habe mir mein altes Video vom letzten Jahr nochmal angeguckt und da habe ich gesagt, dass so mein übergeordnetes Ziel für 2022 sein soll, dass ich mein Hobby Lesen bewusster erlebe und auch eben generell bewusster lese. Ja, habe ich das geschafft? Ich würde sagen, jein. Ein ganz klares Jein. Ich habe schon teilweise bewusster gelesen, aber jetzt gerade so in den letzten Monaten eher nicht mehr so. Also ich hatte Phasen gerade so im Sommer, wo ich wirklich sehr viel und auch sehr intensiv und auch sehr bewusst gelesen habe. Aber jetzt so seit dem Herbst lese ich eher mehr nur so nebenbei. Und das ist nicht das, was ich eigentlich machen wollte 2022. Woran liegt das? Ich weiß es nicht. Ich kann es jetzt nicht so genau festmachen. Ich finde, es ist immer so ein bisschen schwierig. Und ich kann das auch aktuell ganz schlecht einschätzen, weil ich aktuell generell nicht so in einer Lesestimmung bin. Ich bin gerade nicht so, yay, lesen. Ich habe irgendwie so viele andere Dinge im Kopf. Und ich bin mal sehr gespannt, wie sich das nächstes Jahr ändern wird. Tendenziell glaube ich, dass ich nächstes Jahr noch weniger lesen werde als jetzt dieses und letztes Jahr. Ich sage euch gleich, wie viele Bücher ich gelesen habe. Einfach weil, und das habe ich ja schon erwähnt, ich nächstes Jahr sehr viel unterwegs sein werde, weil ich eben diese Zeit zwischen Schule und Referendariat habe. Es hat übrigens jemand letztens in den Kommentaren gefragt, was für Fächer ich studiere. Das ist Deutsch und Erdkunde, genau. Ja, also eben diese Zeit dazwischen und da werde ich ein bisschen unterwegs sein und da werde ich nicht so super viel zum Lesen kommen. Dementsprechend werden es wahrscheinlich noch weniger Bücher. Dann wollte ich auch noch mal ganz kurz erwähnen, wie das aussieht mit der Jeden-Tag-Lesen-Sache. Ich hatte ja 2020 mir damals die Challenge gesetzt, jeden Tag zu lesen. Und das dann 2021 nicht mehr so stoisch durchgezogen, einfach um mir den Druck zu nehmen. Ich muss sagen, dieses funktioniert immer noch sehr gut. So hat es auch 2022 gut geklappt. Ich habe schon fast jeden Tag gelesen, aber überhaupt nicht stoisch. Und ich habe das auch überhaupt nicht kontrolliert. Ich lese immer noch eigentlich vorm Schlafengehen so mindestens mindestens so ein, zwei Seiten. Meistens eher so 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und das funktioniert sehr gut und ist mir auch sehr wichtig und ist irgendwie total schön. Auch wenn das jetzt in den letzten Tagen, weil ich doch immer sehr spät und sehr müde ins Bett gekommen bin, doch leider zu kurz gekommen ist. Aber normalerweise mache ich das noch. Und bevor ich euch jetzt endlich sage, wie viele Bücher ich 2022 gelesen habe, wollte ich noch mal kurz erwähnen, wie erstaunt ich war, als ich mir mein Lesestatistiken-Video vom letzten Jahr angeguckt habe und gesehen habe, dass ich da schon denselben Hintergrund hatte. Das war irgendwie mir nicht so bewusst, dass ich schon über ein Jahr hier wohne. Das ist irgendwie schon echt richtig schnell vergangen, die Zeit. Wahnsinn. 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 Und jetzt Trommelwirbel. 2022 habe ich 52 Bücher gelesen. Und das ist exakt dieselbe Summe wie 2021. Lustig, oder? Es sind wirklich exakt die, exakt selbe Anzahl. Finde ich echt gruselig. Also technisch gesehen habe ich 54 Bücher gelesen. Davon habe ich zwei aber abgebrochen. Dementsprechend habe ich 52 Bücher beendet. Finde ich schon sehr lustig, dass es exakt wieder 52 sind. Mein Ziel war eigentlich für 2022 wieder 80 Bücher, genau wie im Jahr davor. Habe ich genau wie im Jahr davor nicht geschafft.
Ich würde mir jetzt für 2023 mal das Ziel setzen, 50 Bücher zu lesen. 50 Bücher ist mein Jahresziel. Vielleicht schaffe ich das. Vielleicht auch nicht. Könnte eher sein, dass ich es nicht schaffe. Aber man soll ja mal sich große Ziele setzen. 50 Bücher. So, und dann gucken wir mal. Der Monat mit den meisten beendeten Büchern ist, ganz wie in den letzten Jahren auch, der Juni. Im Juni habe ich 10 Bücher beendet. 10 Bücher. Zum Vergleich, 2021 war der Monat mit den meisten beendeten Büchern auch der Juni. Da hatte ich 7 Bücher beendet. Ja, im Juni ist ja traditionell mein Pride Month Lesemonat, in dem ich nur LGBTQIA+ bezogene Bücher lese. Und das ist super cool. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich finde, das ist... Ach, ich mag das. Ich finde diesen Motto-Monat einfach toll. Ich freue mich da immer drauf. Ich liebe es dann auch schon zu planen, was für Bücher ich da lese. Und deshalb lese ich da auch einfach immer sehr viel. Und jetzt war ich dieses Jahr 2022 auch im Juni noch im Urlaub zusätzlich. Dementsprechend konnte ich dann da noch mehr lesen. Also da habe ich einen reinen so Entspannungsurlaub gemacht. Da habe ich meine Eltern im Urlaub besucht. Und ja, das war sehr gut, weil ich dann da einfach ja lesen konnte. Und dann ist da im Vergleich dazu der Monat mit den wenigsten beendeten Büchern der Juli mit 2 beendeten Büchern. Und das war im Jahr davor, 2021, auch so. Da war es auch der Juli da nur mit einem beendeten Buch. Und das kann man sich eigentlich sehr gut erklären. Wenn ich aus einem Monat komme, in dem ich so sehr viel und sehr intensiv und meistens auch sehr viele gute Bücher gelesen habe, habe ich danach meistens so einen kleinen Mini-Lese-Burnout und brauche dann erstmal eine Pause vom Lesen. Und deshalb ist, glaube ich, der Juli jetzt die letzten 2 Jahre einfach konsequent immer der Monat mit den wenigsten gelesenen Büchern gewesen. Einfach weil ich davor im Juni immer so richtig krass reingehauen habe. Mal gucken, wie das nächstes Jahr wird. Da lassen wir uns mal überraschen. Da kann ich, wie gesagt, noch gar nicht absehen, wie das alles so wird. Ich möchte aber auf jeden Fall den Pride Month Lesemonat weiterhin machen. Im Durchschnitt habe ich wieder 4,5 Bücher pro Monat gelesen. Das war genau wie letztes Jahr, aber weil es ja auch dieselbe Anzahl an Büchern war. So, Anzahl der Leserunden und Buddy Reads war 6. Das sind 3 Bücher weniger als im Jahr davor, die ich eben gemeinsam mit anderen Leuten gelesen habe. So, und dann habe ich euch letztes Jahr eigentlich auch noch erzählt, wie viele Bücher ich gekauft bzw. geschenkt bekommen habe bzw. bei mir eingezogen sind. Und da muss ich sagen, das kann ich dieses Jahr nicht nachhalten. Also ich könnte es schon nachhalten, wenn ich meine Subliste mal aktualisieren würde. Das ist aber eine Sache, die ich schon seit... Wann war die Steffi hier und wir haben die zusammen angefangen zu aktualisieren? Weiß ich nicht, 3 Monaten oder so. Schon seit einiger Zeit aufschiebe und immer noch nicht gemacht habe. Und dementsprechend seitdem auch gar keinen Überblick habe, wie viele Bücher hier eingezogen sind und wie viele ich geschenkt bekommen habe und so weiter und so fort. Deshalb kann ich euch das hier an der Stelle nicht sagen. Das ist generell auch so ein Punkt. Ich habe auch mein Lesejournal deutlich schlechter geführt als in den Jahren davor. Also gerade so seit dem Herbst, die ersten Monate, so Januar bis Juli, ist es noch sehr gut geführt. Das liegt hier neben mir. Und dann im August auch noch. Und im September fängt es dann an, dass ich bei einem Buch das Enddatum nicht eingetragen habe und bei einem Buch gar kein einziges Datum. Im Oktober fehlen dann auch wieder 2 Daten und im Dezember auch. Und das ist so ein bisschen dieser Trend. Ich bin so ein bisschen schlampig geworden, was das Lesen angeht. Ich bin eigentlich immer eine Person, die so ihre Hobbys sehr gut organisieren kann. Und hier, das sind auch Sachen, das ist auch eigentlich was mir Spaß macht, muss ich sagen. Also dieses Aufschreiben und so. Aber irgendwie, da war so ein bisschen Clinch mit mir dieses Jahr und diesem Journal. Zumindest was die 2. Jahreshälfte anbelangt. Aber das hat einfach mehr Gründe, auf die ich jetzt hier nicht eingehen möchte. Aber ja, ist, glaube ich, einfach irgendwie alles ein bisschen durcheinander gewesen und da ist eben das ganze Lesen ein bisschen zu kurz gekommen und hat einfach auch ein bisschen, bisschen Priorität in meinem Leben verloren, jetzt so seit dem Herbst. Und mal gucken, wie das wird nächstes Jahr. Ich gebe mein Bestes und versuche das Lesen wieder bewusster zu erleben und wieder mehr zu priorisieren, weil es ein sehr schönes Hobby ist und mir das sehr viel gibt und ich mich da sehr gut mit entspannen kann. Ja, so viel aber dazu. Wir wollen ja auch nicht, dass das Video ewig lang wird. Ein kleiner Überblick über die Genres.
Ich habe keine Krimi und keine Thriller gelesen dieses Jahr. Dafür 20 Fantasy-Bücher. Und wie gesagt, das ist jetzt meine eigene Genrebezeichnung immer, ne? Das kommt auch alles nicht so genau hin, weil teilweise die Bücher irgendwie nicht so richtig in Kategorien passten. Deshalb nehmt das alles so ein bisschen nicht so super ernst. Also 20 Fantasy-Bücher, davon waren 7 Jugend-Fantasy-Bücher, 2 High-Fantasy-Bücher und 6 Urban-Fantasy-Bücher und der Rest halt eben einfach nur Fantasy. Dann 23 Romane, wovon 7 Jugendromane und ein Coming-of-Age-Roman war. Diese Kategorisierung in Genres, das gerade mit dem Jugendroman und dem Coming-of-Age-Roman, das ist halt schon, mache ich jetzt seit ein paar Jahren so. Und vor, ich glaube, seit 3 Jahren habe ich diese Genre-Einteilung. Und vor 3 Jahren habe ich halt noch ganz anders gelesen als jetzt. Und deshalb müsste ich, glaube ich, diese Genres für meine Jahresstatistik mal ein bisschen überarbeiten. Weil zum Beispiel Coming-of-Age-Romane und Jugendromane, das sind jetzt insgesamt 8. Das könnte ich also auch in eine Kategorie packen. Und dafür Romane vielleicht noch ein bisschen mehr aufteilen in historische Romane, wobei das eine eigene Kategorie ist. Da habe ich aber auch keins gelesen. Also historische Romane 0. Vielleicht aufteilen in Romane und vielleicht Romane mit leichtem historischem Setting, die dann aber für mich keine historischen Romane sind. Weil historische Romane auch immer noch irgendwie so einen krassen Geschichtsaspekt, finde ich, brauchen. Dystopien und Sci-Fi-Romane habe ich 7 gelesen und einen Klassiker. So, und dann habe ich mal geguckt, wie so die Geschlechterverteilung bei den AutorInnen war, deren Bücher ich so gelesen habe. Da sind die teilweise auch wieder doppelt, wenn es halt eben ein co-geschriebenes Werk war. Soweit ich weiß, keine non-binären Autoren, sondern 24 weibliche AutorInnen und 27 männliche Autoren. Und das ist sehr interessant, weil es wieder doch sehr ausgeglichen ist. 2021 hatten wir, glaube ich, einen deutlich männlichen Überschuss. 2020 hingegen aber war es wieder relativ ausgeglichen. Also, ja, keine Ahnung, was ihr jetzt mit dieser Info machen wollt, aber ich finde es auf jeden Fall spannend. Und dann habe ich auch mal wieder meine Top-AutorInnen rausgesucht. Das sind jeweils alles AutorInnen, von denen ich 2 Bücher gelesen habe, denn mehr als 2 Bücher von ein und demselben AutorIn habe ich 2022, mein Gott, dieses Jahr nicht gelesen. So, und das ist einmal Sally Green, von der habe ich 2 Bücher gelesen, das sind die beiden Kingdoms of Smoke Bücher. Dann Mary E. Pearson, da habe ich auch 2 Bücher von gelesen, das sind die letzten beiden Bände der Chroniken der Auserwählten-Reihe. Von C.S. Packett habe ich 2 Bücher gelesen, das ist einmal der letzte Band der Prinzen-Trilogie und Dark Rise. Und dann habe ich 2 Bücher von Terry Goodkind gelesen und ja, ich sage weiterhin Terry Goodkind. Ich weiß, dass der Typ Terry Goodkind heißt, aber ich finde Goodkind klingt, das ist bescheuert. Nein, ich finde es lustig, das ist jetzt hier mein Ding, ich sage Terry Goodkind. Ich hoffe, das ist für alle okay. Also von Terry Goodkind habe ich 2 Bücher gelesen, Band 5 und 6 der Späte-Wahrheit-Reihe und von Paul Auster habe ich auch 2 Bücher gelesen. Ah, ich sehe gerade, ich habe eine Sache vergessen zu zählen, und zwar gelesene Bücher, die zu einer Reihe gehören. Das mache ich mal fix und dann sage ich euch das. So, ich habe schnell gezählt und ich habe 25 Bücher gelesen, die zu einer Reihe gehören. Das ist genau wie letztes Jahr auch, wieder ungefähr die Hälfte aller meiner gelesenen Bücher. Reihen begonnen habe ich 10 und Reihen beendet habe ich 5. Ich wollte eigentlich mehr Reihen beenden 2022, das war so auch ein kleiner Jahresvorsatz von mir. Ich habe 2021 aber 5 Reihen beendet, das heißt, es sind schon mal 4 mehr, das ist gar nicht so schlecht. Das Problem ist nur, ich kann eigentlich kaum Reihen beenden, weil ich von den meisten Reihen, die ich da habe, einfach die letzten Bände nicht da habe oder generell keine Folgebände mehr. Dementsprechend, ja, mal gucken, wie sich das 2023 so ergeben wird. Aber zu meinen begonnenen und angefangenen Reihen gibt es im neuen Jahr, also irgendwann im Januar, auch nochmal ein extra Video. Ja, da könnt ihr euch dann nochmal genauer anschauen, was für Reihen ich beendet und begonnen habe. Die 15 Stück insgesamt. Ja, begonnene 10, beendete 5. So, und das war's mit meinen Statistiken von 2021. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Schreibt mir gerne vielleicht mal eure Statistiken von 2021 in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt einen ganz, ganz guten Rutsch ins neue Jahr 2023, wenn ihr das hier noch im alten Jahr seht. Denn morgen, wenn das Video geht am 30. online, morgen ist Silvester. Also ja, rutscht gut rüber, aber rutscht nicht zu weit. Ha, 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 ha. Ja gut, lassen wir das.
Also, ein frohes neues Jahr und wir sehen uns frisch und munter im neuen Jahr und deshalb sage ich bis dahin.